Das hier ist eine sehr, sehr freche Methode, ein Tuch zu produzieren, die sehr viel Spaß macht und sehr visuell ist. Ein wichtiges Thema im Bereich der Tuchzauberei sind natürlich die falschen Knoten. Und ich zeige Ihnen hier mal einen sehr überzeugenden Knoten, den ich hier in das Tuch hineinschlage. Und trotzdem haben wir einen Knoten, der sich sofort wieder löst. Das ist ein klassischer Knoten, den ich Ihnen jetzt beibringen möchte. Damit Sie nun auch eine Anwendung für unseren Scheinknoten haben, hier ein Quickie, der sehr gut ankommt, gerade in der Sprechzauberei. Alles, was ich hier tue, ist, ich binde das Tuch einmal mit zwei Knoten an diesem Mikroständer fest, noch ein Knoten zur Sicherheit. Trotzdem genügt hier nur ein leichtes Pusten und das Tuch durchdringt den Mikrofonständer. Ich zeige Ihnen eine Technik, die mir über die letzten Jahre sehr viele gute Dienste geleistet hat. Es geht darum, dass Sie zwei Tücher miteinander verknoten und die auch richtig festziehen. Und jeder Zuschauer wird davon überzeugt sein, dass die fest verknotet sind. Es geht darum, dass ich die Tücher beim bloßen Ablegen auf den Tisch entknotet habe. Das heißt, im Klartext, die sind beide lose. Dies ist eins der schönsten Geheimnisse, die es zum Goldinschen Tüchertrick gibt. Und wie gesagt, die stammt von Al Baker. Und ich finde, das Geheimnis ist so toll, dass es eigentlich schade ist, wenn es in Vergessenheit gerät. Die Idee ist folgende: Sie haben vier separat hier liegende Tücher. Und zwei davon werden verknotet, wie gehabt. Ja. Und diese zwei verknoteten Tücher lege ich hier auf dem Tisch ab. Die beiden anderen Tücher hier sind ja separat und diese zwei Tücher hier lege ich auf dem Tisch hier ab. Jetzt wandern die Knoten, das heißt, wenn Sie die Tücher hier hochnehmen, werden Sie merken, die sind fest miteinander verknotet und die beiden Tücher hier sind die einzelnen Tücher.